Leute, was haben wir denn hier? Ist das das krasseste Angebot, was ihr bis jetzt gesehen habt, oder was? Habt ihr schon mal ein U-Boot genommen, um nach euren Fischen zu suchen? Ich glaube nicht. Den Kahn haben wir uns heute einfach mal gemietet. Wir sind heute mit dem U-Boot unterwegs und gucken uns mal an, wo wir dann angeln wollen. Richtig, in zwei Tagen oder morgen geht's schon raus. Morgen. Das erste Mal. Und übermorgen seht ihr das dann in diesem Video hier. Und wir scouten jetzt die Spots, gucken, was für Fische hier am Start sind, was momentan hier so rumschwimmt. Genau, also wir fahren ein Stück weiter, einen Hafen, da hinten, in einem Hafen da hinten los. Wir sind jetzt hier im Puerto Deportivo Morgan. Dann starten wir von Pasito Blanco, das ist wie gesagt zwei oder drei Häfen weiter. Ne? Mhm. Fahren auch in die Richtung hier und wollen dann hier angeln. Das heißt, wir gucken uns einfach mal wirklich heute von unten an, wo wir morgen und übermorgen angeln werden. Also so eine Vorbereitung hatte ich bis jetzt noch nicht. Livescope, vergiss es. U-Boot, Leute. U-Boot. U-Boot ist der Shit. Wir mal gucken, wie das heute läuft. Vielleicht holen wir uns für zu Hause auch eins. Richtig. So ein portables auf dem Trailer. Und wenn, wird es auch ein paar bei uns im Shop dann geben. Bei Bootsport Gref vielleicht mal fragen, ob die U-Boote mit reinnehmen wollen. Guck mal, hier vorne sind Turbinen dran. Normalerweise sind die natürlich so, damit man fahren kann. Die Turbine ist aber dafür da, um runter und hoch zu fahren. Das heißt, wenn du Vorwärtsgang einlegst, geht's runter, wenn du Rückwärtsgang einlegst, geht's wieder hoch. Das kenne ich von so einer kleinen Drohne. Hast du die mal gesehen? Diese Wasserdrohne oder? Wasserdrohne, ja. Ja. Und das ist genauso. Da sind auch am Ende diese Turbinen dran. Damit fährt das Ding hoch und runter. Hinten wird wahrscheinlich noch eine sein. So, Leute. Auf geht's. Submarine Adventure startet. Na dann, kletter mal runter, mein Großer. Irgendwann kletter Maxi hier. Ich dachte, es gibt so eine Stange wie bei der Feuerwehr. Leute, ab ins U-Boot. Junge, ist ja ultra krank. Wie geil ist das denn? Warst du hier nicht schon mal? Als Kind? Als kleines Kind war ich hier mal. Also, ich finde alleine das schon richtig geil, im Hafen hier mal rauszugucken und den Hafen von unten zu sehen. Guck mal, da oben ist der Schwimmsteg von unten. Und da schwimmen auch kleine, guck mal, Mini-Barracudas. Wo? Da rechts von dir. Boah, sind die kleinen. Winzige Baby-Barracudas. Guck mal, hier vorne ist das Cockpit, Leute. Uns wurde gesagt, wir sollen hier nach vorne gehen, damit wir vielleicht auch noch durch das Frontfenster rausgucken können. Also wenn ihr mal hier seid, setzt euch auf jeden Fall vorne hin. Ich meine, hier ist die Sicht am besten. Ja, leider gibt es nur ein einziges Problem und zwar, dass wir, oder dass uns gerade gesagt wurde, dass hier die Bedingungen im Moment nicht die besten sind. Das heißt, die Sicht ist so, wir hatten heute schon eine Tour und das ist jetzt die letzte Tour, die sie fahren werden. Mal gucken, was wir wirklich sehen können, ob wir die Fische, die wir fangen wollen, spotten können. Guck mal, da hat sogar ein Echolot da rum. Ja. Was ist das, nach oben oder nach unten? So, wir haben jetzt hier noch so Kopfhörer bekommen und die können wir gleich hier reinstecken. Da stehen auch die Kanäle für die verschiedenen Sprachen. Wenn ich du wäre, würde ich auf Französisch hören. Gönnen wir heute eine Runde Finnisch. Yeah. Finnisch ist, glaube ich, ganz schlimm für die Ohren. Französisch hatte ich ja morgen schon. Da ist der erste Fisch, die ersten Fische. Die begleiten uns einfach. Guck, die sind auch gar nicht so klein. Nee. Ja, das sind die ersten Fische. So eine Meerbrassen, die fängt man aber nicht auf Kunstköder. Ja, die haben oben wie bei so einem Ziplock-Beutel, haben die das jetzt zugezogen, einfach das Boot. Und jetzt geht's runter. Ja, die haben so einen großen, wie bei der Plastikflasche, so einen Drehverschluss. Guck mal, hier ist auch eine Live-Kamera. Aber ich frag mich, wie er da wieder wegkommt. Die Luken sind da schon dicht. Der springt gleich hier rüber aufs Boot. Ah, stimmt, da ist ja noch ein Begleitboot. Ich hab grad schon gedacht, das hat er nicht richtig geplant. Man merkt richtig krass, wie wir jetzt vorne so runtergehen. Vielleicht ist die Kamera auch weg. Zack. Jetzt sind wir komplett unter Wasser. Da sollte man nicht gegenfahren. Ich würde gerade sagen, die darfst nicht vom Kurs abweichen. Da fährst du gegen so einen Pfeiler gegen. Ja, man erkennt da hinten so Umrisse von irgendeinem großen Teil. Aber wie ihr seht, sieht man leider nicht so weit durch den Wind, der das Wasser aufgewühlt hat, beziehungsweise die Strömung, die das Wasser aufgewühlt haben. Da sieht das aus wie eine Trompete. Ah ja, stimmt, da hinten, ja.
Sieht aus wie ein Teil von einem Schiff hier oder so. Schiffswrackmäßig. Guck mal, da sind auch überall Fische. Hm. Hier liegt auf jeden Fall irgendein Riesenteil im Wasser. Ein Schiff. Da das steht ist auf jeden Fall ein Wrack. Trompetenfische oder Barracuda, das ist eins und bei, man sieht nur was Langes. Ja. Ah, es ist ein Pech schon wieder hier heute. Mhm. Oh ja, und hier ist ein Wrack. Sie haben gerade durchgesagt, dass wir jetzt an zwei lange versunkenen Schiffen vorbeikommen. Hier ist auf jeden Fall eins davon. Da ist auch wieder Trompeten. Nee, was ist das? Nee, ein Squid oder? Nee, ist Trompetenfisch. Mehrere, drei Stück. Ja. Ja, wir sind aber sehr nah dran, muss ich sagen. Ich glaube, das hier macht die Scheibe auch ein bisschen. Boah, da steht ein Riesentrompetenfisch senkrecht oder? Ja, stimmt. Krass. Noch einer. Oh, hier alles ist voll? Auch ein fetter Trompetenfisch. Alles voll? Alles voll Trompetenfische. Ah, Leute, da hinten sind sie jetzt. Jetzt sind sie gerade weggeschwommen. Ich hatte eben die Kamera aus. Die ersten Fische, die wir fangen wollen. So, wir nähern uns jetzt einem versunkenen Segelschiff. Ah, das ist glaube ich schon. Da kommt das Wrack. Oh, guck mal, der riesen Trompetenfisch, Junge. Oh. Alter, schon wieder. Ein kleiner Snapper oder so. Ein Grouper. Ein Grouper war da. Alter. Boah, hier ist richtig Fisch. Hier ist richtig viel Fisch. Unter dem Meer. Boah, da oben, guck mal die fetten AJs an. Fette AJs? Da oben. Boah, ja, Mann. Alter. Ja, das ist der Spot, Junge. Das ist der Spot. Zum Glück sind wir raus aus dem geschützten Marinepark. Ja. Bei den Wracks angekommen. So einen AJ hole ich mir. Boah, da AJs. Alles voll AJs. Oh ja. Alter, was ein schöner Schwarm. Der hat hier gerade richtig, reingeschossen, der eine. Überall Amberjacks. Guck mal, wie viele Trompetenfische da drunter stehen. Alter. Und da bleibst du auch richtig schön drin hängen. Und hier ist der Beton. Da ist wieder so ein fetter Gestrüpp. Was ist denn das? Also das ist ein Schiebset. Den hast du doch gefangen, Digga. Nee, so einen hab ich noch nicht gefangen. Natürlich, von vorne. An der Spitze vom Dings. In der Gaete. Sind hier oben alles nass? Hat es geregnet, als wir unten waren, oder was? Pass auf, Joshi, nicht ausrutschen. So, Leute, jetzt gucken wir, wie die Sicht normalerweise ist. So. So, nee, mach mal auf, da waren gerade Bilder. Ja. Da haben wir heute auf jeden Fall einen Scheißtag. Da haben wir heute echt ein bisschen Pech gehabt. Aber, was sagst du, war trotzdem mal ein krasses Erlebnis, oder? War trotzdem spannend. Und wir haben auch eine Fischart tatsächlich gesehen, die ich nicht so flach erwartet hätte. Ich dachte, Amberjacks stehen tiefer, wobei, doch, ich hätte gedacht, die stehen tiefer. Weil wir hatten ja letztes Jahr auf 100 Meter oder so gefangen oder 110 Meter. Das war jetzt maximal 25 Meter tief. Und da waren auch schon AJs, also einen kleinen Squid irgendwie mal runterlassen. Also ich fand es auch mega interessant und spannend da unten. Klar, wir hätten jetzt ein bisschen bessere Sicht haben können, das wäre schon geil gewesen. Aber man hat auch so schon ziemlich viele Fische gesehen und auch die Wracks und so. So war es noch ein bisschen mystischer. Kann man schon empfehlen an sich. Prinzipiell auf jeden Fall. Wenn ihr mal auf dran seid, auch eine Sache, die man sich angucken kann und man mitnehmen kann. Good morning, my neighbors! Guten Morgen, Joshi. Guten Morgen. Der Himmel sieht blau aus, mit Aussicht auf dicke Drills. Warum zeige ich da auf dich? Weil ich derjenige sein werde, der drillt, wie immer. Der dick drillt. Leute, einen wunderschönen guten Morgen mal wieder hier aus den Apartamentos. Cordial. Morgan. Valle. Herrlich hier. Wenn sich irgendjemand wundert, warum wir das immer wieder so ausführlich sagen, dann liegt das daran, dass wir hier zusammen mit Gran Canaria Blue diese Reise
machen und sie uns wieder hierher eingeladen haben, um uns etwas unter die Arme zu greifen und hier zu angeln. Und wenn ihr nach einer Unterkunft sucht, dann könnt ihr zum Beispiel mal hier vorbeigucken, beziehungsweise bei Gran Canaria Blue, da gibt es nämlich verschiedenste Sachen. Und die organisieren euch zum Beispiel dann auch so Angeltouren. Wie ihr sehen könnt, es ist noch fast dunkel. Also die Sonne geht jetzt gerade dahinter uns, hinter den Bergen auf. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Wir sind hier in Mogán, wie schon erwähnt, beziehungsweise in Puerto de Mogán. Mogán liegt eigentlich in den Bergen. Genau, Mogán ist da ein Stück weiter hoch und wir sind hier unten. Mogán ist eigentlich ein echt schönes, kleines Hafenörtchen. Und wir haben gestern vom Meer mal gesehen, dass das tatsächlich hier im Süden, was ja der touristischere Teil der Insel ist, mit Abstand, dass das hier so die kleinste Ortschaft eigentlich ist. Der Rest ist alles wesentlich größer und deswegen hat man hier auch ein bisschen mehr seine Ruhe. Und kann von hier aus auch gut zu allem starten, was wir so machen. Wir müssen los, weil sonst fährt Pedro und sein Pepe. Richtig, sein seine Deckhand. Seine Deckhand. Leute, das heißt Deckhand, sagt man, bei Leuten, die halt auf dem Boot arbeiten, die so im Prinzip alles machen. Ja, das sind einfach Assistenten auf dem Boot. Und der Captain steuert das Boot und dann gibt es den Assistenten, der Rigs bindet, die Fruten an sich fertig macht, und der die Montagen auslegt, eine Schrippe schmiert. Das Pepe, ein sehr, sehr netter, ein sehr, sehr netter Deckhand. Und die ist schon seit drei Jahren seine. Deckhand klingt aber tatsächlich ein bisschen wie Deckhengst auch. Ja. Und deswegen ist es bei uns so der Deckhengst. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich weiß, wir müssen in wenigen Tagen wieder ins kalte Deutschland, aber wenn ich mir das hier so angucke, dieses schöne, saftige Grün der Palmen und den blauen Pool. Ey, komm, los hin. Los, wirklich. Yoshi ist schon wieder zum Scherzen aufgelegt hier. Wir müssen hier durch ein Tor, wo der Torwart, der nimmt seine Rolle hier sehr ernst. Ja. Das ist ein Hafen und da kann man nur rein, wenn man nicht wieder rauf. Wenn man autorisiert ist. Und mal gucken, was Yoshi jetzt hier gleich auspackt. Good morning. So we'd like to go to Fish on Blue Mountain. Yes, that's right. Scheiße, kannst du schon erinnern. Gracias. Okay. Ein Pack hier und du weißt einfach, wie ich heiße, Digga. Er weiß Yoshis Namen. Damit hat sich schon mal der erste Witz des Tages erledigt. Was wolltest du mir eigentlich erzählen? Roland Lokowski. Bei uns ist beschädigt ein paar Spiegel einfach noch. Ein bisschen Tiefseeangeln, Alter. Ein paar vertikal. Ein bisschen vertikal morden. Nee, Roland Lokowski hat da drauf zu stehen, hat er gleich gesagt: Ah, no. Jigging under 100 Meter. Forbidden. You can't go. Forbidden. Not possible. 7.58 Uhr. Ich fahr nochmal kurz. 7.58 Uhr, Leute. Das sind sie wieder. Die deutschen Touris hier. Was gestern genau gleich. Wir gestern auch 58. Wir unten. 58 haben wir geparkt, 8 Uhr waren wir unten am Boot. Good morning. So Leute, das ist Pepe. Von Pepe haben wir vorhin schon gesprochen, bester Mann. Und das ist das Fischernboot, was ihr mit Sicherheit schon mal in einem der Videos gesehen habt, von Pedro. Pedro? Kann ich allerdings noch nicht erspähen. Mal gucken, wo der ist. So, und weil wir quasi auf dem Boot schon zu Hause sind, liegt hier unser ganzes Tackle bereit. Ehrlich, ne? Einfach nur einsteigen. Wir wissen nicht genau, wie die Videos rauskommen, in welcher Reihenfolge, aber eventuell habt ihr schon die letzte Folge gesehen von gestern. Eventuell aber auch noch nicht. Ich denke noch nicht. Dann solltet ihr es euch noch angucken. Ist ja auch immer was Neues. Es basiert ja nicht das eine auf dem anderen. Genau. Deswegen. Eins kann man schon mal anteasern. War lecker. So, dann klettern wir mal hier hoch. Zum Captain. Good morning, Pedro. Good morning, how are you? I'm good. Yes, very good. I hope you are too. Yes, very good. You think? Hopefully we will have a good day today with the Amberjack. Yeah, that would be great. We're going to go do some jigging in 100 meters. That's what I wanted to ask you now. Yeah, exactly. We go first before the wind comes inside in front of the port where we do the bonitos.
Yeah. We are going to try to get the Amberjacks. It's a place about 45 minutes from the port. Okay. And we can do some jigging there. Amberjack and Snapper used to be there. So if they are hungry and we have a good fisherman with a good techniques, hopefully we will catch some. Maybe one. Something. We need a bended rod. We need a lot of action. Aber Leute, a lot of action wird es wahrscheinlich sowieso in Part 2 geben vom Tag heute, denn das erste ist Jiggen und Jiggen ist anstrengend, Jiggen ist aber richtig geil, wenn es funktioniert. Dafür müssen die Fische halt da sein und Bock haben. Aber wir haben auch noch Möglichkeit Nummer 2 und das war das, was Pedro gerade schon gesagt hat, die Bonitos, Sierras, whatever you want to call them. Yeah, Bonitos, Sierras, same. But they are very tasty, very strong and a lot of fun to catch. So that's what we want to do in the second half of the day. So let's see what the Amberjacks are saying. Ja, also der Spot, wo wir jetzt hinfahren, da soll es voll sein. Voll mit Amberjack und Snapper. Ich will so einen fetten Snapper fangen, Alter. Amberjacks habe ich schon viele gefangen, aber ich will mal so einen fetten Snapper fangen. Die sehen einfach geil aus. Diese fetten Zehen, so leicht rot. Das wär mein Wunsch heute. So ein Snapper einfach so in 5-6 Kilo Snapper. So. Schönes, kompaktes Ding. Ja. Du einen Amberjack lieber, oder? Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eher Amberjack nehmen, ja. Weil die Amberjacks sind somit die geilsten Fische überhaupt hier. Ja, sehen halt auch krass geil aus, ne? Sehen krass geil aus und kämpfen halt wie Sau. Sind einfach nur drauf aus, dein Tackle zu zerlegen. Deswegen beißen die, weil sie deine Sachen zerstören wollen. Damit ihr neue Sachen kauft. Damit du neue Sachen kaufen kannst, genau. Das sind einfach die geilsten Fische, Alter. Verdrehten Köder. Tja, Josh. Gar nicht mal so einfach, dieses Gejigge, ne? Nee. A, anstrengend und B, auch nicht so einfach, da einen Fisch zu kriegen. Ja, das Problem ist halt, das größte Problem, was man beim Speedjiggen immer hat, dass man einen Spot hat und da ja nicht einfach ankern kann. Du kannst ja nicht mal immer auf 110 Metern einen Anker runterlassen. So, deswegen muss das Boot immer genau drüber stehen. Und der Captain muss quasi, während wir runterlassen, immer das Boot versuchen auf der Stelle zu halten. Dann müssen die Fische natürlich auch im Mut sein, ne? Und Bock haben. Ja, Speedjiggen ist so eine Sache, die ist halt mega geil, wenn die Fische Bock haben. Wenn die Fische aber keinen Bock haben, dann ist es halt ultra anstrengend. Geht so krass auf die Arme, weil du halt einfach unfassbar schnell kurbelst und das die ganze Zeit. Du kurbelst 50 Meter hoch, lässt wieder 50 runter. Die Schuhe sind schon länger hier. Kurbelst wieder 50 Meter hoch, lässt wieder 50 Meter runter und das halt wirklich in einer Tour und so schnell wie es irgendwie geht. Also wirklich so schnell wie du kannst einfach. Und du musst eigentlich nur so aussehen, als wenn du versuchst, dem Fisch den Köder quasi zu verwehren. Genau, du musst versuchen, dem Fisch den Köder wegzuziehen. Ja. What the fuck? Da hab ich jetzt mal schön geduscht, Alter. Komplett nass. So, wir haben jetzt mal umgestellt. Und zwar sind wir hier vorne, wir haben Stellung bezogen in der Bugspitze. Gar nicht wackelig hier. Gar nicht wackelig hier. Das ist natürlich am wackeligsten im ganzen Boot. Und wir wollen hier vorne jetzt mit Hardbait, beziehungsweise du hast Topwater dran. Ich habe Topwater, du hast ja mit einer Schaufel dran. Ja, aber auch einen sinkenden, den du richtig, richtig schnell kurbeln musst. Da wollen wir jetzt die Sierras, die Atlantischen Bonitos. Weil eigentlich ist es so vom Fun-Faktor so das Geilste. Du kannst Topwater fangen, du kannst sie so richtig schnell gekurbelt fangen, du wirfst vor allem die ganze Zeit.
Das ist natürlich mega geil. Du suchst vorher. Also bist du immer am gucken, so, okay, da hat was gespritzt, da sind Löwen. Bin ich jetzt hier auch gerade so an dem Scout. Ja. Deswegen sitzen wir halt auch vorne und Pedro sitzt oben. Und wir gucken und dann, wenn wir was sehen, fahren wir hin, werfen in die jagenden Fische rein und hoffen, die halt auf Topwater zu kriegen. Jiggen. Nicht funktioniert heute. Hat leider nicht geklappt. Aber so ist aber das. Kann nicht immer klappen, ne? Richtig. Leute, ist das geil. Zwei Dinger an der Oberfläche weggeholt. Richtig geil. Meine auf dem Topwater-Köder Maxis war oberflächennah. Ich habe einfach so schnell gekurbelt, dass er über die Oberfläche geschlittert ist. Und dabei sind diese Torpedos dann raufgeschossen. Okay. Junge, gehen die ab, Alter. Das ist so komm, nice. Abmachen und nächste. Ja. Leute, da hinten geht's richtig ab. Da ist ordentlich Fisch unterwegs. Wir sehen sie gerade die ganze Zeit springen. Aber wir müssen halt erstmal hinkommen. Die Möwen sind auch alle auf dem Weg dahin, beziehungsweise schon da. Man darf halt auch nicht hinrasen. Wenn man so richtig doll drauf zufährt, dann verjagt man die natürlich. Ein bisschen anpirschen, aber man muss natürlich auch ein bisschen schneller sein, weil sonst ist die Frenzy vorbei. Also ein gesundes Mittelmaß muss man da finden. Ja. So ein bisschen wie wenn man raubende Barsche sieht. Da fährt man ja auch so langsam, also jetzt nicht volle Granate drauf zu, sondern ja, auch mit ein bisschen Abstand. Ne? Boah, hab ich da wieder Bock drauf, auf raubende Barsche, ey. War viel zu lange kalt. Wo sind sie? Geradeaus, da vorne. Ja, siehst du sie? Okay, hier war gerade alles voll. So viele Möwen. Also hier passiert gerade was. Boah, da drüben, sie springen richtig komplett aus dem Wasser raus. Da hinten wieder. Fisch, scheiße. Ich hatte direkt einen drauf. Da wieder, Attacke. Ah, nein, nicht bekommen. Ah, schöne Topwater-Attacken. Ja! Yeah. Guck mal, komm ich hinterher. Ja? Aber sind zu tief. Wir müssen hochkommen. Ja? Hier, kommt hoch, Leute. Yes. Alter. Geil. Alter, das ist geile Attacken auf Topwater. Ja, bei mir auch zweimal drauf geknallt, der erste schon beim Reinwerfen. Und jetzt sind das geile Attacken hier. Alter, das ist Hammer. Ja. Gutes Ding, Alter. Schönes Teil, bitte reinlitten. Da geht er auch Gassi mit dir? Ja. In meiner W6 geht da Gassi, Alter. Digga, das ist eine 50 Gramm Rute. Ah, der hängt knapp. Ist aber. Ja, sauber. Da ist er. Leute, schön auf Toppi den nächsten Torpedo hier. So muss das sein. Da bricht immer eine Panik aus, wenn die auf einmal jagen, ne? Geile Tiere, wa? Einfach nur richtiger Hardcore-Predators. Die Zähne, Alter. Guck dir die Zähne an, Junge. Ja. Baby Dog Tooth. Geile Dinger. Schöne Größe. Die gestern waren kleiner. Ja, schöne Kanone. Alter, vor uns ist alles voll. Alles voll. Guck mal, wie sie springen. Überall raubende Fische. Da war gerade alles voll. Nein, mein Köder ist vertängelt. Scheiße. Ah! Scheiß Möwe! Alles voll und ja, wir haben ihn gesehen wieder. Ja, ja, Alter. Doppelgrill. Die hat noch nicht aufgenommen. Alter. Aber kleine. Guck mal, Alter. Ey, wir sitzen hier gerade am Essen. Hier liegen unsere Brote. Unsere Brote. Oh nein, nein, nein. Oh, fuck. Nein, meiner Sache. Ist einer raus? Alter. Alter. Oh, das stimmt nicht mit dir. Ein Hänger, oder was? Ich glaube, ja. Oh, ich hänge im Ankerseil. Alter, ist das geil. Wir sitzen wirklich hier vorne gerade am Essen, ja. Haben die Gusche beide voll. Und boah. Auf einmal schreit Pedro. Hier rechts, 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 direkt neben uns und die haben gar nicht mehr aufgehört zu rauben. Ey, beide wieder schön einstieg. Leider hat Yoshi seinen verloren, aber egal. Der Topwater-Biss war drauf. Ist in deine Schnur gekommen, wa? Ich glaub nicht. Ich glaub, der ist seekrank, der hat sich gerade übergeben. Ah. Oh, ein bisschen kleiner sind sie, aber trotzdem geil. Geile oh, Größe. Ist der. Ja. Toll. Jetzt einmal in Ruhe was essen. Und dann kommt so ein Störenfried. Dann kommt so ein Störenfried. Echt einfach richtig, richtig geile Teile.
perfekte Größe, um mal schnell ein paar wegzumachen und nicht wie bei einem Thun, wo du dann einem komplett im Arsch bist. Geil, ey. Könnte man sogar releasen, aber der kommt mit. Schmeckt zu gut. Schmeckt lecker. Oh ja. Alter, alles voll. Alles voll. Wenn wir jetzt keinen kriegen. Oh, wir sind zu kurz, ja, wir müssen schnell wieder reinwerfen. Alter, guck mal. Boah! Die rasten komplett weg. Ah, fuck, und jetzt hier noch verdreht. Jo. Und da hängt der erste. Bei Pepe. Pepe ist im Brill. Wir haben keinen bekommen. Zu schlecht. Sind zu schlecht, werden weggeangelt hier. Da ist er! Yes, voll, schönes gut. Ding für Pepe! Tag, Digga! Petri Pepe! Gut! Nice one! Was willst du? Guck mal, was ausgekratzt hat, Leute! Sardine! Eine kleine, süße Sardine hat er ausgekratzt. Mini-Ding. Winzig, wa? Bisschen größer als unsere Köder. Metzi Hedge, sagt man. Metzi Hedge, ne? Ist nicht ganz passend hier. Finde ich immer krass, was die Fresse so, was ja. Für Kleinkram, ne? Ja, aber davon hat er gerade ohne Ende ausgekotzt im Wasser. Ja. Oh, sie sind wieder da, Leute! Nein. Ey, da ist jetzt eine richtige Feeding Frenzy. Und wir sind sehr langsam. Wir sind ziemlich weit weg noch. Oh, scheiße, ist schon. Nein, ist nicht vorbei. Das ist eine stabilere Frenzy. Jan sagt immer stabile Frenzys. Geil! Die rasten richtig aus. Oh, Junge! Ich glaube, Pepe hat den Vogel abgeschossen, so wie ich es gerade gesehen habe. Das ist eine richtige Maschine. Ich guck mal, wo das Gaff ist. Ah, hier. Ich habe das Gaff gefunden für Pepe. Guckt euch an die Route. Richtig krumm, der Besen. Alter. Das Ding war schon oben und jetzt ist sie wieder 15 Meter da unten zu sehen. Richtig tief. Da kommt das Ding. Alter! Pepino! Pepino! Die Monster! Die Monster! Der Headshot von mir, Alter. Ja. Gaffmax. Big one! Bluefin! Bluefin, ja. Dogtooth! Boah, da unten kommt er. Und weit unten man den schon sieht. Bravo! Alter! Vamos! Gut! Buena! Buena! Pepino! Pepino, buena! Alter! Alter, was für ein Schinken! Richtig fettes Ding! Geil! Petri! Schöner Fisch! Und hinter uns fliegen die Kampfjets, Leute! Und Yoshi ist da vorne! Yoshi ist schon im Drill! Yoshi ist schon im Drill! Ich wollte gerade sagen, Yoshi ist schon wieder am Werfen, aber er ist sogar schon wieder am Drillen! Alter, hier hat drei fette Düsenjets über uns rüber und dann kam der vierte Düsenjet und hat sich meinen Köder geschnappt, Alter. Geht das ab hier? Und sie rauben weiter. Wo? Da hinten. Oh, ich muss jagen. Werfen. Ey, Pepe ist da drüben am Drillen. Yoshi beanzelt gerade seinen Fisch hier. Aber auch ein schöner Torpedo. Da ist er. Another one. Leichtes Nasenbluten, aber. Er hat halt gerade von hier schön über den Dötz bekommen. Uah. Und jetzt hab ich alles auf mein Shirt gekriegt, du ekliger Mensch. Sorry, Digga. Und Pepe weiter am Grillen hier. Ist das heftig, Leute. Also so habe ich das noch nicht erlebt bis jetzt. Alter, die Hute ist sowas von Halbkreis. Da kommt der nächste. Beziehungsweise doch noch nicht. Da habe ich auch wieder den nächsten, Leute. Leider gerade den GoPro-Akku gewechselt und die GoPro war noch nicht an. Alter. Junge. Boah, was ist mit dem jetzt nochmal los? Boah. Er hat gar keinen Bock. Nein! Ey, so lange gedrillt und dann steigt er aus. Da vorne ist die Friend. Ja, 1000, Alter.
Hast du immer noch nicht aufgehört, mit dem zu spielen hier? Jawoll! Großer! Eingenetzt! Yes! Schön! Klassisch! Auf dem Evo-Blinker! Da ist er, Leute, der Canarian Dogtooth! Was soll die? Den hatten wir sogar mal in der Box. Und dann nochmal kleiner? Stimmt, den Köder hatten wir mal in der Box. Ja, nur nochmal kleiner, aber das ist jetzt der eine Nummer schwerer. Und ihr seht, die Betterfishing-Box lohnt sich immer wieder. Nicht nur um Süß, sondern auch um Salz. Also ich glaube, das ist der Größte was, heute. Wo, wie? Ja, safe der Größte heute. Ja. Ich hab gedacht, weil der hat das ausgekotzt und es war ungefähr, war schon noch kleiner, aber von den Farben und so kommt es schon hin, ne? Ja. Schönes Ding, Alter. Schöne Gewehr. Ja, Mann. Guck mal da, Max. Jo, nein! Jo, Fisch! Alles voll da unten, Digga. Nimm mal deine Sonne wieder. Oh, der kam hier erst kurz vorm Boot. Stopp bitte. Jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich den. Alter. Dickerchen. Oh, und noch einen drauf. Alter, wie viele da sind? Alles ist voll. Pepe hat gerade einen raufbekommen. Joshi und ich drehen. Hier ist alles voll. Alter, meiner kommt überhaupt nicht hoch. Wir können ein paar Dosen voll machen heute Abend. Der geht einfach nur von links nach rechts. Der kommt einfach nicht. Oh. Oh. Junge, die Fische von uns schwimmen hier hin und her. Und die ganze Zeit ist neben uns der Baitboy. Dublette! Leute! Krass, was für unterschiedliche Größen, wa? Ja. Die jetzt schon deutlich kleiner wieder. Aber wir müssen noch mal so ein Riesenvieh erwischen. Pedro hat erzählt, dass sie die auch bis 10 Kilo fangen. Also richtige Monster. Die haben vielleicht 2, 2,5. Die größeren vielleicht 4. Ja. Also die können noch viel, viel größer werden. Und da machen wir uns jetzt auch noch ran. Geile Geschosse, Alter. Okay. Ein Schwarm. Ja. Ja, Vorsicht, Vorsicht! Yoshi, schnell reingekurbelt und dann festgestellt, aha! Petermännchen, zeig mal in die Kamera. Der einzige giftige Fisch hier. Der einzige richtig giftige Fisch. Ja. Manche essen den auch. Nee, aber machen wir bitte über dem Wasser ab, ich möchte nicht im Fuß haben. Oh, Fisch! Ich habe einfach gerade währenddessen meinen Köder sinken lassen und habe direkt einen Fisch raufbekommen. Keine Ahnung. Auch kein Ding, oder? Doch, ich glaube schon, ja. Obwohl es sich ein bisschen anders anfühlt von der Bewegung. Safe ist es was anderes, Digga. Ich habe einfach nur meinen Köder fallen lassen. Also jetzt sind wir mal richtig gespannt. Ich bin mir ganz sicher, dass es kein Sierra ist. Ja, viel zu langsam. Also der geht trotzdem ganz, krass ganz, ab. Ja, ist aber ganz anders im Drill. Ich habe mir einen kleinen Casting-Jig ran gemacht und dann hat Yoshi ein Petermännchen gefangen und ich wollte ihn eigentlich nur warnen und sag, pass auf und hatte meinen Bügel offen und der Köder ist einfach hinterm Boot irgendwie runtergesegelt und wir sind so ein bisschen langsam gefahren. Ist auch gar nicht so klein, ne? Ist nicht so klein, nee. Und da ist vor allem richtig in die Bremse auch immer. Bin sehr, sehr gespannt gerade. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe auch, der geht nicht ab. Kommt er? Und es ist... Sierra. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Sierra in der Bottom. Hä? Puta. Alter. Am Grund Puta oder was? Puta Sierra. Vielleicht hat er sich auch so anders... Boah, Junge. Ja, jetzt. Jetzt macht er halt eine andere Bewegung. Okay, Digga. Aber vielleicht hat er sich erst so anders angefühlt. Mach doch nicht so Film, Bruder. Ja, okay, jetzt. Weil er so tief war. Ja, der hat auch bestimmt ein unterständiges Maul. Der jagt nach unten das Karpfen. Richtig. Karpfen Sierra. Ein unterständiger Sierra. Ja. Aber? Trotzdem geil. Trotzdem auch wieder ein kranker Drill. Ja, ganz schlechter. Fett ist der. Ja. Da ist er, Leute. Der nächste. Einfach so beim Absegeln vom Köder. Einfach so. Ich werde die kleinsten des Tages gefangen. Noch unter der Sardine von vorhin, die da ausgekotzt hat. Ich fütter gerade eine Milbe, Mann. Yoshi füttert Zuckmückenlarven. Da habe ich mich wirklich mit der Mückenlarve gerade unter den Fingern gehabt. Alter, was die für kleine Schuppen haben. Guck's mal an. Das ist, weil du gerade durch die Haare gefahren bist. Die Sackläuse.
sind die Nester von den Sackläusen. Ey, es ist unfassbar, was sich hier abspielt. Wir haben es gerade noch kurz nach 12. Alter. Alter, ohne Scheiß, ich glaube, also nee, ich glaube nicht, ich weiß, sowas habe ich noch nicht erlebt. Nee, ich auch. So krank, dass die so komplett durchdrehen hier in einer Tour. Es war gerade einfach nur durchgehend heilloses Chaos und Durcheinander und Action. Also auf Topwater, du kannst die Dinger runtersinken lassen und jiggen, du kannst Hardfades werfen. Egal welche Farbe, egal welche Größe, die sind so ausgerastet. Manchmal war es komisch, da hast du den eigentlich auf den Kopf geworfen. Ja, da war alles voll, ne? Und dann haben sie sich gebissen, aber dann kamen sie trotzdem irgendwie nochmal hinterher und haben dann vom Boot zugeschnappt. Oder so. Ich glaube, das ist, wenn es halt so, wenn die so einen richtig fetten Baitball vor sich haben, dann haben sie sich wirklich in dem Moment auf diese ganz kleinen Dinger eingeschossen und gehen genau auf die und auf nichts anderes in dem Moment. Sobald die kleineren dann aber weg sind, dann nehmen sie wieder alles, was sie kriegen können. Possible. Jetzt hat er Wind gedreht. Ich hoffe, es hat jetzt nicht aufgehört zu beißen, weil wir haben jetzt seit 10 Minuten keinen Fisch gefangen. Noch nicht gesehen. Der Wind hat nicht nur gedreht, er hat auch aufgefrischt. Bisschen, ne? Vorher haben wir halt gar keine Schaumkrone gesehen. Da war jedes Mal, wenn du irgendwas Weißes gesehen hast, wusstest du Fische. Leute, das war uns da alles zu viel. Wir haben gesagt, wir hören jetzt mal auf mit dem Easy Angeln und jiggen noch mal ein bisschen, aber leicht. Wir jiggen noch mal ein bisschen, aber überanstrengend. Ich will unbedingt so einen Snapper fangen. Ja. Vielleicht ein Barracuda. Barracuda, Amberjack, diese Jurel. Ja, also gucken wir mal, ob hier vielleicht beim leichten Jiggen noch was geht. Ja. Du nicht? Oh, ich hatte einen Biss. Ja. Ah, da hat der Köder nagelneu war. Sollte man den auch sehen. Ja, habe ich ja gesagt, den wird man sehen, den Biss. Einfach mal eine fette Ecke rausgekattet. Ja? Ja? Jawohl. Yoshi hat einen drauf. Hier beim Jiggen am Grund. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Ist gar nicht so klein, wa? Da kommt er. Ja, Amberjack. Geil. Da ist er. Da ist er. Geil. Kleiner Medregal. Ein Amberjack per day keeps the doctor away. Und wie immer auf den JLC. Auf den JLC. Wie immer. Wie immer. Erst einen Biss gehabt und dann kam er nochmal. Gut abgegangen, der Kleine. Herrlich, wie weiß der oben ist, ne? Ja. Blaue Augen. Willis. Okay. Den können wir zurücksetzen, der ist so schön. Schön, schnell Foto. Klein. Den können wir schnell zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, Leute. Ich denke mal gerade nicht. Aber da hinten ist ein Hammerhai, der uns über den Spot schwimmt. Da vorne schwimmt ein Hammerhai. Bock reinzugehen? Leute, während ich gerade hier am Hammerhai gucken war, oh, ist mir irgendwas draufgeknallt. Wo es gerade ordentlich Gas gibt. So Leute, jetzt hat Maxi einen Fisch drauf und der Hammerhai kommt näher. Der Hammerhai kommt immer näher zu uns ran. Das heißt, wenn ich Pech habe, jagt der Hammerhai deinen Fisch. Muss ich an den Taxman zeigen. Ich würde wenigstens gerne wissen, was ich dran habe. Tja, Max. Ist auf jeden Fall stark, was ich drauf habe. Kämpft gut, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte jetzt, wir waren ja eigentlich gerade am Jiggen, aber dann haben wir den Wahoo gesehen. Und ich habe einfach mit dem Hardbait nochmal versucht, vielleicht den Wahoo zu kriegen. Ich weiß echt nicht, was ich hier dran habe, ne? Und jetzt geht's dem Hammerhai an den Kragen. Du drillst auch sehr lange schon, ne? Ja, aber ich will halt auch nicht zu hart drillen. Da kommt er. Barracuda? Ja. Ja? Buddy, Buddy. Alter, aber warum ist die denn so stark auf einmal? War doch sonst nicht so krass. Nee. Das ist kein Barracuda. Sierra. Ey, die Dinger sind ja hier wirklich einfach über. Jedes Mal wieder denkst du dir so, oh, was hab ich da? Wieder ein Schwert-Hu. Ein Schwert-Hu. Auch einfach diesen Köder. Diesen Köder über alles. Erfunden von Matze Koch, die Farbe. Auf die Matze Welt. Koch war schon vor 20 Jahren hier und hat den Köder Yuzuri hier designt. Kleines Späßchen am Rande, Leute. Liebe Grüße an. Aber wieder ein geiler Fisch. Ja, Petri. Danke. Digga, wie dieser Köder schon wieder funktioniert. Ey, ich will's gerade sagen, Junge. Oder ich sag's gerade. In dem Moment hängt der nächste Fisch. Das ist jetzt was anderes.
Ja? Ja. Sicher? Nein, aber ich sag das jetzt einfach. Das ist jetzt was anderes und ich fange jetzt noch einen anderen Fisch mal damit. Leute, wir haben eine neue Fischart. Und zwar den gefährlichen Karabuda. Scharfzähnigen. Karabudi. Budi. Gar kein so schlechter, ja, würde ich sagen. Der ist doch schon okay. Auf jeden Fall. So Leute, und den Kudi Brudi, den lassen wir mal zurück heute. Und weg ist er. Schüsseldorf. Oh, da, Alter! Yeah. Oh, wie geil! Wie geil! Barracuda-Attacke auf sich, genau vor den Füßen. Nice one, Digga. Der war geil. Der war richtig nicht geil. Alter. Ja, geil, Digga. Ja, Mann. Sieht schön aus von oben, ne? So grünlich. Ja. Ach, aber die Attacke gerade war ja sowas, ja, von krass. So nice. Dass du dich hier nicht überarbeitest, Yoshi. Warte, wir haben ja ehrlich gesagt ein bisschen eng gewesen, ne? Auf dem Katamaran da drüben. Da war es hier ein bisschen entspannter, ne? Kann man so, die haben sich gegenseitig erwärmt. War auch wichtig heute. Ja. So Leute, wir sind wieder am Hafen. Boot ist schon fast sauber. Und unsere Sachen sind auch schon raus und gepackt. Leider. Ist immer wieder, vor allem jetzt haben wir auch nicht mehr viel Zeit hier auf der Insel, ist nee, immer wieder scheiße hier einzupacken und nach Hause zu fahren. Ja, Mann. Aber wenn ihr mal Bock auf sowas habt, dann kommt auf jeden Fall her zu Pedro und Pepe. Die beiden sind wirklich super, erstmal super Typen sowieso und dann auch noch super Guides bzw. ja, Angler. Super und einfach super entspannt, genau, haben richtig Ahnung von dem, was sie machen. Ihr könnt Ganztagestouren buchen, ihr könnt Halbtagestouren buchen, ihr könnt Gruppen buchen, ihr könnt aber auch alleine das Ding mieten und ihr könnt aber auch bei einer Gruppe euch einfach anschließen. Also wenn ihr alleine hier seid und jetzt nicht den ganzen Kahn für den ganzen Tag mieten wollt, dann könnt ihr euch einfach einer Gruppe anschließen und ja, fahrt zusammen raus. So haben wir es das erste Mal gemacht, ne? Mhm. Dass wir so eine Gruppentour gemacht haben. Damit haben wir Pedro dann kennengelernt und danach sind wir dann so mit ihm rausgefahren, zu zweit oder zu dritt nur. Wie gesagt, sollte man mal machen. Und ich denke, also wenn ihr jetzt zum Beispiel um die Jahreszeit hier seid, so Februar, März, April, sind die krassesten Monate, um genau das zu erleben, was wir hier heute hatten. Ansonsten, später kommen dann die später ganz kommen die, genau, später kommen die Thunfische dazu, Marlin. Dann Marlin, Wahoo. Im Winter kommen die Mahis. Also Mahis, es gibt alles hier mögliche. Das ganze Jahr über irgendeine geile Angelei immer. Also es ist nicht irgendwie irgendwann mal Off-Season oder sowas. Nee, richtig. Check Fischern ab. Der hat auch ein neues Instagram, deswegen verlinken wir das mal hier. Ja, sein altes wurde leider von Instagram irgendwie geblockt und sie geben es ihm nicht wieder aus. Die haben gesagt, er ist unter 14. Also das waren mal wieder irgendwelche. Also mindestens 16. Aber gut, keine Ahnung, was für Gründe. Aber ja, könnt auch gerne mal einen kleinen Follow da lassen. Ja, Mann, freut er sich. So, und wir sind raus. Ihr könnt ansonsten noch mal bei der Fishingbox vorbeigucken. Ne? Mhm. Das lohnt sich definitiv. Da jetzt könnt ihr auch noch mal. Wird gerade hier die Sonne in die Sicht. Adventskalender mal abchecken. Adventskalender haben wir auch für euch am Start. Ja, der Arm wird vom Jiggen heute. Ist der Arm schon schwer. Also wie gesagt, Bella Fishing Box, jeden Monat die geilsten Köder direkt zu euch nach Hause, von uns ausgewählt. Und gibt es ab 20 Euro, drei verschiedene Größen, ohne Laufzeit, mit Laufzeit. Dann gibt es auch noch geile Artikel gratis dazu, zum Beispiel bis zu einer Route hoch. Ja, wenn er die Laufzeit vorher schon festlegt. Also genau, also guckt einfach mal vorbei und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank an Gran Canaria Blue für das ganze Organisieren der ganzen Tätigkeiten hier. Richtig. Und Leute natürlich da. Danke an Pepe und Pedro. Tschüss!